Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin eine Person, die zumindest meiner Auffassung nach sehr gut ihren Müll trennt. Biomüll, Papiermüll, Verpackungsmüll, Restmüll. Ich habe sie alle und ich halte sie fein säuberlich auseinander. Gemüsereste kommen in den Kompost, Unterlassungsklagen von irgendwelchen Influencern ins Altpapier, alle Plastik- und Metallverpackungen in die gelbe Tonne oder den gelben Sack und der gammlige Rest eben in den Restmüll. Ach ja, und Pfandflaschen gebe ich natürlich zurück und Altglas entsorge ich in den jeweils richtigen Containern. Ich bin sogar richtig penibel und kenne einige der Spezialfälle. Also wenn ihr mit Mülltrennwissen auf der nächsten WG-Party glänzen wollt, dann habe ich hier mal einige für euch. Erstens, egal ob Shampooflasche, Zahnpastatube, Haarspraydose oder Joghurtbecher, immer sollte man den Deckel von der Verpackung trennen. Denn auch wenn der Verpackungsmüll ja später in bestimmten Sortieranlagen sortiert wird, getrennt wird er dort nicht mehr. Ich trenne den Aludeckel vom Joghurt. Das ist sehr wichtig, tatsächlich. Denn wenn die Materialien gemeinsam in den gelben Sack reinkommen, ja, dann wird die Anlage entweder das zu Aluminium sortieren oder zu dem Kunststoff. Ja, und dann haben wir in einem oder anderen Weg haben wir Verluste im Recyclingprozess. Das gilt zum Beispiel auch für viele Spülmittel. Auch wenn man vielleicht denkt, so, hä, Flasche ist Plastik, Deckel ist Plastik, handelt es sich meistens um unterschiedliche Arten von Plastik, die eben für das Recycling nicht zusammengeworfen werden dürfen. Zweitens, Papier ist nicht gleich Papier. Egal ob benutztes Taschentuch oder total versiffter Pizzakarton, sobald ein Papier zu viel eines anderen Stoffes enthält, sollte man es lieber in den Restmüll packen, da das Recycling ansonsten schwierig wird. Das gilt übrigens auch für Kassenbons, die meistens mit einer gewissen Thermoschicht überzogen sind, Fotos auf Fotopapier oder Post, auf der so dicke Klebeetiketten sind. Diese Dinge können alle im Recyclingprozess nicht wirklich gut von dem Papier getrennt werden und darum sollten solche Produkte immer in den Restmüll. Drittens, Glasscherben von Fenstern oder Gläsern gehören genau wie Keramik oder Geschirr nicht in den Altglascontainer. Besonders bei Weißglas muss man richtig doll aufpassen, während nämlich Blau- und Gelbglas problemlos in den grünen Glascontainer kann, weil wir erinnern uns, Blau und Gelb ergibt ja irgendwie grün, muss Weißglas so rein wie möglich bleiben. Es ist wirklich so, dass teilweise nur wenige falsch sortierte Flaschen in einem Container ausreichend dafür sein können, dass das Weißglas eben nicht mehr eingeschmolzen und wiederverwendet werden kann, weil es dann eben nicht mehr weiß und klar ist. Und kanntet ihr diese drei Fakten? Und ich weiß, auch wenn Mülltrennregeln teilweise lokal variieren können, ich muss sagen, ich weiß ziemlich viel über Mülltrennung und habe mich deshalb lange Zeit, sind wir mal ganz ehrlich, auch ein bisschen überlegen gefühlt. So nach dem Motto, ja, mein Müll, der wird ordnungsgemäß sortiert und recycelt. Wenn ich eine Shampooflasche kaufe und leere, dann werfe ich sie weder in die Natur, noch trenne ich sie falsch. Nein, nein, sie kommt perfekt vorsortiert, Deckel von Flasche getrennt, beim Entsorger an. Und deshalb wird sie auch safe zu 100% recycelt. Naja, dieses Gefühl änderte sich, als ich begann, für dieses Video hier zu recherchieren. Die bittere Realität des Plastikmülls. Wir konzentrieren uns in diesem Part des Videos mal nur auf den Plastikmüll aus dem Verpackungsmüll, also aus der gelben Tonne oder dem gelben Sack. Also quasi die Verpackungen von all dem, was wir im Supermarkt unseres Vertrauens so einkaufen. Süßwaren, Chips, Waschmittel, Joghurt, Aufschnitt, Haarspray, Obst, you name it. Wisst ihr all diese Dinger, auf denen auch gerne mal das Wort recycelbar steht? Oder die mit diesem schönen grünen Punkt verziert sind. Das sind alles Sachen, wo ich denke, okay, wenn ich die wegwerfe, irgendwie werden die schon wieder Verwendung finden. Ihr könnt ja jetzt mal gleich das Video anhalten und schätzen, wie viel dieses Mülls, der in die gelbe Tonne oder den gelben Sack wandert, prozentual am Ende wirklich wertstofflich recycelt, also wiederverwendet wird. Sind es 100% oder vielleicht doch 50 oder gar 25? Es sind 5,6%.
Naja, zumindest laut dem Abfallexperten Henning Wilst vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Er machte nämlich die folgende Rechnung auf. Von den gut 14 Millionen Tonnen neuen Kunststoffs, die 2017 in Deutschland verwendet wurden, flossen am Ende nur 0,8 Millionen Tonnen wieder zurück in den Kreislauf. Der große Rest wurde in Kraftwerken verbrannt, exportiert oder wanderte als Ersatzbrennstoff in die Zementindustrie. Setzt man die Ausgangsmenge von gut 14 Millionen Tonnen ins Verhältnis zu den 800.000 Tonnen Gebrauchtmaterial, die wieder in die Plastikproduktion fließen, kommt man auf eine harte Recyclingquote von nur 5,6%. Jetzt sagen einige von euch vielleicht, Moment mal, aber das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat doch gesagt, dass die Recyclingquote für Kunststoffabfälle 2022 bei 63% liegt. Naja, was, wenn ich euch erzähle, dass ein großer Teil des Plastikmülls, der jährlich in Deutschland anfällt, ins Ausland exportiert wird? Und dieser ins Ausland exportierte Müll laut deutschem Recht als recycelt gilt. Wir werden uns damit gleich nochmal genauer befassen. Hinzu kommt noch, wenn wir uns diese 63% erklären wollen, die einfache Frage, wie man denn Recycling definiert. Laut der Deutschen Umwelthilfe beziehen sich die Recyclingquoten der Bundesregierung auf das, was bei der Verwertungsanlage ankommt. Die tatsächlich in den Verkehr gebrachte Menge, Fehlsortierungen oder so Sachen wie eben einfach nicht recyclingfähiges Material werden einfach nicht berücksichtigt. Ihr müsst dazu wissen, kleiner Einschub, im Labor lässt sich quasi alles recyceln, in der Realität aber nicht. So sind zum Beispiel schwarze Plastikverpackungen ein riesiges Problem, weil sie einfach nicht vom Nahinfrarot der Sortiermaschinen erfasst werden können. Ja, da haben wir das Problem, dass die schwarz eingefärbt worden sind, die Kunststoffe. Da wir hier mit Nahinfrarotsensoren arbeiten, sprich Licht in einem Spektrum, was das menschliche Auge nicht mehr sieht, und wir alle in der Schule mal gelernt haben, dass Schwarz kein Licht reflektiert, ja, sieht der Sensor einfach nichts. Er weiß nicht, welcher Kunststoff das jetzt ist. Aber auch so einfache Sachen wie Wurst oder Käseverpackungen und andere Verpackungen mit Mischkunststoffen können nicht recycelt werden. Genauso schwierig für den Verbraucher. Hier kann er irgendwie nur noch eins machen, voneinander trennen. Letzten Endes muss ich aber ganz ehrlich sagen, und das weiß niemand, ist das nicht recycelbar. Allein diese Folie hat bis zu 9 verschiedene mikroskopisch dünne Lagen, die ineinander fest verarbeitet sind und die auch kein Mensch mehr auseinanderkriegt, die man also nicht recyceln kann. Immer wenn es so einen Materialmix gibt, und den gibt es leider zu oft, sind die Dinge für den Kreislauf hier nutzlos. Das ist es auch schwierig. Papier und ist eine Leichtverpackung, ne? Ist eine Leichtverpackung. Müssen Sie bearbeiten. Ist ziemlich unsinnig, ja. Papier und Kunststoff in einem Werk, in eine Verpackung zu packen, und dann noch ist immer schlecht. Kann nicht recycelt werden und landet in der Verbrennung. Das sind die Reste. Ah, das wird verbrannt, oder? Ja. Das geht also alles ab in die Verbrennung. Und das ist bei Ihnen auch knapp die Hälfte, ne? Ja. Tja. Das hätte selbst ich nicht gedacht. Also ich habe immer gedacht, wenn man das ordentlich trennt, dann wird das schon irgendwie recycelt. Aber jetzt wird mir langsam klar, warum die realen Recyclingquoten so niedrig sind. Denn noch eine weitere Sache müssen wir beim Recycling im Hinterkopf behalten. Weil es so wahnsinnig teuer ist, diesen ganzen Müll zu trennen, zu waschen und aufzubereiten, ist recycelter Kunststoff am Ende quasi teurer als neuer Kunststoff, den man sozusagen aus der Ölpipeline aus dem Boden holt. Plus, er ist auch hässlicher, weil man zum Beispiel einfach dieses perfekt durchsichtige Plastik nicht mehr hinbekommt im zweiten Verfahren. Also ist es irgendwie fast logisch, dass Unternehmen lieber die günstigeren und schöneren neuen Kunststoffverpackungen nutzen als irgendwas Recyceltes für ihre Produkte. Und somit wird insgesamt statt Recycling auch sehr häufig Downcycling betrieben, was aber dann trotzdem bei manchen Quoten etc. zum Recycling dazu gezählt wird. Was meine ich mit Downcycling? Also dann ist es zum Beispiel so, dass aus so alten Plastiksachen maximal Zeltplan, Gießkannen,
Blumentöpfe werden, die dann aber auch nicht unbedingt nochmal recycelt werden können, sondern danach dann im Müll landen. Ich habe hier zum Beispiel auch einen interessanten Fall gesehen, da wurden aus dem restlichen Plastik einfach Eisenbahnschwellen gemacht. Weil es Mischkunststoffe sind und sie können halt nicht, mal ganz brutal sagen, aus Scheiße Gold machen. Es funktioniert einfach nicht. Und wer bezahlt dieses Downcycling? Richtig, am Ende wir als Konsumenten. Ich bekomme Geld vom System. Wir verarbeiten die Kunststoffe zu Bahnschwellen und verkaufen die Bahnschwellen dann an die Bahngesellschaft. Dann haben Sie ja zweimal Geld bekommen. Genau. Allerdings ist der Produktionsprozess insgesamt so teuer, dass wir nicht nur mit dem Geld von der Bahngesellschaft das Ganze finanzieren könnten. Wir können uns also merken, recycelbar auf einer Verpackung bedeutet eigentlich gar nichts. Kann man eigentlich streichen, kann man komplett ignorieren, weil recycelbar ist ungleich, wird auch wirklich recycelt. Die Realität ist eben eher Downcycling, verbrennen oder verschiffen. Und bevor wir jetzt zu diesem großen Thema Müllexport kommen, will ich erst noch ein positives Kapitel einfügen. Kann ja nicht angehen, dass ich bei Gute Frage Nett weiterhin als komischer Meinungsblogger, der nur über Probleme redet, bezeichnet werde. Also, Deutschland, Müll, Trennmeister. Zugegeben, Deutschland ist, was die Menge an Müllaufkommen pro Kopf betrifft, im EU-Vergleich ziemlich weit vorne. Naja, aber immerhin nochmal sehr weit hinter den USA. Aber okay, was will man noch erwarten von einem Land, in dem geschälte Orangen in Plastikverpackungen verkauft werden? Wo Deutschland aber auch weit vorne ist, ist im Bewusstsein für Mülltrennung und im Bewusstsein für das Plastikproblem. Ja, wirklich, da machen uns nur Südkorea und Dänemark Konkurrenz. Obwohl wir ja gelernt haben, dass man so Recyclingquoten auch immer ein wenig mit Vorsicht genießen muss. Aber Tatsache, Grünglas zum Beispiel hat durch diese eben genannten Container eine Recyclingquote von 90%. Es kann nämlich einfach wieder eingeschmolzen und zu neuen Flaschen verarbeitet werden. Und anderes Glas schafft auch eine Recyclingquote von etwa 70%. Und auch in anderen Bereichen sind wir gut. Im Jahr 2020 setzte die Papierindustrie 79% Altpapier ein, was ebenfalls ein enormer prozentualer Anstieg zu der Zahl vor 30 Jahren ist. Biomüll wird in Deutschland ebenfalls zu großen Teilen verwertet. Also zum einen kompostieren viele Haushalte ihren Müll selbst und nutzen ihn dann im Garten oder in Pflanztöpfen. Der eingesammelte Biomüll geht zum Beispiel in Biogasanlagen und fungiert als Dünger für die Landwirtschaft. Und zu guter Letzt, unser Flaschenpfandsystem hat auch einige Vorteile. Da 25 Cent recht viel Geld sind, werden etwa 96% aller Pfandflaschen auch zurückgebracht. Eine gute Sache sind zum Beispiel Mehrweg-Glasflaschen, aber auch solche Mehrweg-Plastikflaschen. Denn die werden immerhin bis zu 25 Mal ausgewaschen und wieder befüllt, bis sie dann recycelt werden. Die schlechte Nachricht, kleine PET-Flaschen, die durch das Pfandsystem zurückkommen, werden trotzdem meistens geschreddert. Etwa ein Viertel wird dann zu neuen Flaschen. Um die 45% werden zu Fasern und Folien downgecycelt. Und der Rest wird verbrannt oder geht ins Ausland. Und apropos Ausland. In 80 Tonnen um die Welt. Ob ihr es glaubt oder nicht, euer Müll hat vermutlich schon mehr Weltreisen betrieben, als ihr sie in eurem gesamten Leben machen werdet. Im Jahr 2016 schickte Deutschland beispielsweise eine 500.000 Tonnen Plastikmüll nach China. Das ist ungefähr 1/10 des Plastikmülls, der aktuell bei uns so jährlich anfällt. Mal zum Vergleich, weil ich finde, dass man so Millionenzahlen irgendwie immer kaum greifen kann. Was bedeutet das, 560.000 Tonnen Plastik nach China zu schicken? Ich sag mal so, der Kölner Dom soll ungefähr 300.000 Tonnen wiegen. Also vom Gewicht her etwa zweimal der Kölner Dom. Und ihr müsst dann noch zusätzlich bedenken, Plastik ist sehr leicht. Also könnt ihr euch vielleicht ungefähr vorstellen, was das für eine unfassbare Menge gewesen sein muss. Und wir erinnern uns, exportierter Müll gilt in Deutschland als recycelt. Yay! Weil man davon ausgeht, dass China es ja wohl schon bestmöglich recyceln wird, wenn man es dahin schickt. Die Realität ist aber, dass ein großer Teil des Mülls dort genauso wenig gebraucht werden kann wie hier.
Man muss also viel verbrennen und dafür braucht man teure Filtersysteme oder man hat halt den Dreck in der Luft und in der Umwelt. Das ist China dann irgendwann auch aufgefallen und sie haben 2018 einen sehr krassen Importstopp verhängt. Man darf also kaum mehr Müll dort einführen. Und seitdem kümmert sich Deutschland natürlich selbst fachgerecht und hochkonsequent um seinen eigenen Müll. Natürlich nicht. Seither geht unser Müll zum Beispiel nach Malaysia, Indonesien, Indien, Vietnam oder gar in die Türkei. Vieles auch illegal. Also es gibt tatsächlich so eine echte Müllmafia, in die literally die echte Mafia involviert ist, weil man an Müll eben auch mitverdienen kann an bestimmten Punkten. Ich erkläre es jetzt mal ganz, ganz grob. Also für die Müllentsorgung bekommen Entsorger Geld. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal an einem fiktiven Beispiel. Wenn es so wäre, dass der Entsorger etwa 100 Euro bekommt, um eine Tonne Müll zu entsorgen, dann macht es natürlich für den Entsorger Sinn, diese Tonne so günstig wie möglich zu entsorgen. Und Recyclingfabriken in Deutschland oder Müllsortierungsanlagen in Deutschland sind eben oftmals trotzdem teurer, als wenn man einen Container mietet, den Müll um die Welt schickt und irgendwo in beispielsweise Malaysia recycelt, wobei wir hier Recycling mal in Anführungszeichen setzten. Das bedeutet nicht, dass das jeder Entsorger so macht. Das bedeutet auch nicht, dass man das unendlich darf als Entsorger. Aber es zeigt vielleicht ganz gut auf, warum hier eben auch Leute versuchen könnten, das System auszunutzen, Müll illegal vielleicht sogar zu schmuggeln. Ist super, super vereinfacht, aber nur damit ihr das Prinzip mal grob verstanden habt. Da gibt es eine sehr, sehr gute Doku auf dem YouTube-Kanal des NDRs, die ich euch ans Herz legen möchte. Die haben ein Jahr undercover in diesem Müllmilieu recherchiert und ich habe das geguckt und ich saß wirklich teilweise einfach mit offenem Mund vor meinem Laptop. Also da wird dann teilweise Müll so geschmuggelt, dass er in den Containern hinter anderem Müll, der wertvoll ist, wird dann der Plastikmüll versteckt und so weiter. Das ist krass. Aber ohne, dass ich jetzt zu sehr ins Detail gehe, vielleicht könnt ihr jetzt grob verstehen, warum überall auf der Welt so viel Müll ist und warum auch so viel in den Weltmeeren und an Stränden landet. Also ich meine, wir haben das jetzt zum Beispiel bei Seven vs. Wild super eindrücklich gesehen, wie zugemüllt da unberührte Strände wirklich sind, durch eben Sachen, die angespült werden, die aus dem Meer kommen. Aber auch wenn ihr ab jetzt so ein Land wie Indonesien anschaut, ne, also die werden als einer der größten Müllverursacher irgendwie immer beschämt. Aber ganz ehrlich, die kommen halt schon mit ihrem eigenen Plastikmüll nicht klar, den überhaupt in Schach zu halten. Und zusätzlich karrt die ganze Welt, inklusive Deutschland, ihren Müll noch dahin, weil einzelne Menschen davon finanziell profitieren. Und das ist kein Witz, also ihr könnt zahlreiche Dokumentationen zu diesem Thema Müll sehen, wo Menschen über diese indonesischen Müllhalden laufen und so einzelne Verpackungen aus dem Müll ziehen. Da sind permanent irgendwie englische, französische oder deutsche Etiketten drauf. Hier steht drauf, zuverlässig, ungiftig, wiederverwendbar, Entsorgung mit dem Hausmüll, Vertrieb durch eine Firma aus Deutschland. Wir hier in Deutschland, selbst wenn wir perfekt minutiös unseren Müll trennen, sind trotzdem dafür verantwortlich, dass er am Ende irgendwo im Meer vor Südostasien landet. Um den Hals von einer süßen Babyschildkröte. Das hat nichts zu tun mit Müll in die Natur schmeißen. Das hat was zu tun mit Müll, der eigentlich recycelt werden soll, in großen Containerschiffen nach Südostasien zu exportieren. Und ich finde, wir müssen das auch als Verbraucher verstehen, dass wir eben nicht, solange wir mit unserem Müll gut umgehen, so viel Müll kaufen können, weil wir entsorgen es ja fachgerecht. Nein, nein, nein. Wenn ich oder wenn du oder wenn ich 10 Chipspackungen kaufe, dann landet statistisch gesehen eine davon irgendwo im Ausland auf einer Mülldeponie und im Zweifelsfall später im Meer. Vielleicht sogar noch mehr, also die Zahlen sind da unterschiedlich, ob wir etwa 1/10 unseres Müll exportieren, ob wir etwa 1/6 unseres Müll exportieren. Aber same, same, ihr versteht es, ein großer Teil wird eben exportiert und statistisch trifft es dann eben jedes 10., jedes 7., jedes 8. Produkt, was wir kaufen, was dann am Ende um die Welt reist. Und ich kann mir vorstellen, unter euch gibt es jetzt bestimmt auch einige, die natürlich wie jeder bei diesem Thema betroffen sind, aber sich vielleicht auch so denken, ja, gut, immerhin sind diese giftigen Müllkippen nicht bei uns. Immerhin
verseuchen die nicht unser Grundwasser, unser Essen, unsere Fische mit Mikroplastik. Aber auch da muss ich euch enttäuschen. Wir reden halt ganz oft über dieses Thema, ja, Müll wird exportiert, Müll wird im Ausland irgendwo abgelagert. Aber auch in Deutschland gibt es einige illegale Mülldeponien, teilweise wirklich bedenklich nah an großen Städten und am Grundwasser dieser großen Städte. Das ist auch wirklich so krass, dass man es eigentlich keinem erzählen kann. Ich empfehle euch dazu diese Doku hier vom Y-Kollektiv. Die arbeiten das ganz eindrücklich auf und ich blende euch vielleicht auch hier mal ein paar wenige Eindrücke daraus ein. Als freier Journalist dokumentiert Michael illegale Müllhalden in Deutschland. Allein in Brandenburg sind es aktuell 127. Dort rotten geschätzt 5 Millionen Tonnen Müll vor sich hin. Boah, was ist denn das? Oh, das ist ein Schaum. Geh nicht weiter. Nee, aber jetzt bin ich zumindest raus aus dem Mist. Ich sinke richtig ein. Das hier sind Mullbinden, Wundauflagen, bergeweise. Wir nehmen Proben, die wir im Labor auf verschiedene Schadstoffe analysieren lassen wollen. Wenn ich mir die Werte für Quecksilber und für Arsen anschaue, dann sind die bei ihren Proben um den Faktor 4 erhöht. Wir wollen uns eine zweite illegale Deponie anschauen. Aus unseren Recherchen wissen wir, das Grundstück liegt in einer Trinkwasserschutzzone. Nee, Medical, aber X-Ray Film Processing für Röntgenaufnahmen. Na, ein bisschen ist auch noch drin. Umweltgefährdender Stoff, flüssig, steht hier drauf, Glyphosat. Ist Glyphosat, ja? Ja, steht hier drauf. Alter, was geht? Ja, hier ist dasselbe nochmal. Ja, jetzt habe ich es doch geschafft, dass wir am Ende des Videos alle ganz doll schlechte Laune haben und uns bei Gute Frage nett beschweren können. It's a Müll's World, so könnte man es fast sagen. Weil, sind wir ganz ehrlich, wenn man sich so anguckt, welche Menge alleine an Plastikmüll wenige Generationen in den letzten Jahren produziert haben, dann kann man wirklich nur noch sagen, wir sind am Arsch. Und ich denke auch nicht, dass ich das in diesem Video hier jetzt irgendwie so super schön reden kann und euch einen super hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft gebe, weil das Problem ist schon massiv. Aber ich möchte euch am Ende dieses Videos trotzdem nochmal sagen, dass euer Handeln einen sehr großen Unterschied machen kann. Das endet bei der Mülltrennung, wo wir aber dann gar nicht mehr so viel Einfluss haben, was eben beim Recycling passiert. Aber das fängt an beim Einkauf. Das hier ist die sogenannte Müllpyramide. Und das oberste Gebot beim Thema Müll lautet vermeiden. Das kann sowas sein, wie dass man einfach häufiger Leitungswasser trinkt, weil man so viele Plastikflaschen spart. Super effektiv. Aber auch, dass man eben sein Obst und Gemüse konsequent ohne Tüte aufs Band legt. Beziehungsweise, dass man beim Einkaufen immer eine eigene Tüte und eine eigene Tasche dabei hat. Und dass man gekauftes Plastik, wenn man es eben doch irgendwie für irgendwas kauft, bestenfalls zumindest ein paar Mal wiederverwendet. Das ist nämlich das zweite Gebot der Müllpyramide. Und ich sag's mal so, wenn es nur jeder deutsche Bürger schaffen würde, im Jahr 1 Kilogramm Plastikmüll zu vermeiden, dann wären das immerhin schon 80.000 Tonnen. Aber ja, ich weiß, bevor sich die ersten aufregen, natürlich sind am Ende irgendwie Konzerne und Regierungen die großen Stellschrauben drehen können. Und ich habe einfach mal für mich so einen persönlichen Schlachtplan aufgestellt, wie ich das handhaben würde, wenn ich für einen Tag König von Deutschland wäre. Wichtig, das ist jetzt nur meine Meinung. Aber ich würde erstens die Menschen über die Wichtigkeit von Müllvermeidung aufklären. Also sowas kann man zum Beispiel auch vielleicht an meine Lehrer, Zuhörer da draußen super mal im Sachkundeunterricht oder im Biologieunterricht in einer Vertretungsstunde durchnehmen. Man könnte aber auch als Regierung solche Sachen wie Unverpacktläden oder Nachfüllstationen in großen Drogerieketten für zum Beispiel Waschmittel fördern. Zweitens, ich würde die Menschen natürlich über die Wichtigkeit von Mülltrennung informieren. Und das möchte ich auch euch nochmal so an die Hand geben, also diese Fakten, die ich zum Beispiel am Anfang gesagt habe, dass man eben ein Spülmittel am besten von dem Deckel trennen sollte, die Flasche, bevor man sie in den Müll wirft. Das kann jeder beachten und das macht es einfach nur einfacher für die Verwertungsanlagen später. Drittens, ich würde darüber nachdenken, bestimmte Arten von Verpackungen zu verbieten. Ich weiß, das gab es schon mal mit diesen Einwegstrohhalmen. Da ist man sich jetzt noch nicht so sicher, was das wirklich gebracht hat am Ende. Aber man könnte ja vielleicht mal schauen, ob gewisse andere Verpackungen, die aus Mischplastik, Mischkunststoffen bestehen, ob man die nicht sozusagen auffordern könnte,
Plastik zu nehmen, was man recyceln kann. Viertens, und das finde ich ganz wichtig, ich würde Verantwortung übernehmen für den gesamten deutschen Müll. Nichts wird mehr exportiert und im Zweifelsfall wird es hier verbrannt, weil ich bin der Überzeugung, wenn man den Müll hier ordnungsgemäß verbrennt, mit Filtern, in gewissen Anlagen und die Schlacke dann irgendwo, keine Ahnung, in irgendwelche Löcher in der Erde stopft, ich glaube, dann ist unserem Planeten tatsächlich mehr geholfen, als wenn wir es irgendwo ans andere Ende der Welt fahren, wo eben Menschen überhaupt nicht diese technischen Möglichkeiten haben. Und fünftens, ich würde neue Recycling-Ideen fördern. Ich durfte zuletzt in München beispielsweise Eleonore kennenlernen. Sie forscht aktuell an so einer Art Würmern bzw. Maden, die Plastik fressen und zersetzen können. Beziehungsweise forscht sie eigentlich an den plastikzersetzenden Mikroorganismen in deren Mägen. Aber dieses Projekt steht zum Beispiel noch total in den Kinderschuhen, hat total Probleme, irgendwie Förderer zu bekommen. Es ist immer ein totaler Kampf. Und bis es in diesem Bereich irgendwie große Fortschritte gibt und man große Mengen an Plastik eliminieren kann, werden wahrscheinlich noch einige Jahre bis Jahrzehnte vergehen. Aber, und das gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung, auch in anderen Teilen der Welt forscht man eben an solchen Sachen, an verschiedensten Enzymen und Bakterien, die ja anscheinend sich irgendwie durch Plastik fressen. Und es wird auch überall immer weiter nach Recycling-Methoden gesucht, die Recycling eben effektiver machen, sodass man vielleicht wirklich irgendwann sagen kann, eine recycelte Plastikflasche kann man billiger einkaufen als eine neue Plastikflasche. Wer weiß. Solche Entwicklungen lassen mich dann doch irgendwie zumindest ein wenig positiv in die Zukunft schauen. Was übrigens gar kein Müll ist, möchte ich an dieser Stelle mal gesagt haben, ist mein Kanal. Den könnt ihr gerne kostenlos abonnieren. Ich sage es immer wieder gerne, weil viele Leute nach wie vor meine Videos schauen, ohne mich abonniert zu haben. Und ansonsten könnt ihr mir jetzt in den Kommentaren mal erzählen, ob ihr über dieses Problem Bescheid wusstet, was die unnötigsten Verpackungen sind, die ihr so kennt, ob ihr noch Recycling-Tipps habt. Aber bleibt bitte rational, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal.